Es ist mal wieder Zeit für Maidons Meinung. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Und natürlich erfrage ich die Meinung jetzt von Alfred Maidon himself. Schön, dass Hallo. du da bist. Wir schauen auf BYD. Zu Beginn, da hast du jetzt diese Korrektur, die wir gesehen hatten, muss ich jetzt schon wieder sagen, schon öfter angekündigt oder gesagt, es muss es mal zur Korrektur kommen. Es kam zur Korrektur, aber jetzt stehen wir schon wieder höher. Ja, tatsächlich, die Korrektur war kurz und heftig. Was heißt heftig? Das waren mal so 7, 8%, aber sofort hat die Aktie wieder nach oben gedreht. Das liegt an einer ganzen Reihe von Faktoren, wie bei die guten Nachrichten reißen einfach nicht ab. Es gab jetzt schon wieder positive Analystenkommentare, Kursziel 100 Hongkong-Dollar, das sind, ich glaube, über 10 Euro. Dann kommt dazu, dass das Monorail-Geschäft von BYD, was viele gar nicht auf dem Radar haben, auch sehr gut läuft. Denn BYD macht nicht nur Elektroautos, Elektrobusse und Batterien, sondern man macht auch noch Monorails. Also es sind Einschienenbahnen für den öffentlichen Nahverkehr. Man hat die erste Bahn in einer chinesischen Stadt jetzt installiert. Weitere sollen folgen. Und das soll zusätzlich nochmal Gewinne bringen. Also alles bestens. Und tatsächlich die Aktie, ich habe es ja gesagt, sie ist immer noch nicht teuer, auch nach diesem Anstieg von über 50%. Das KGV fürs nächste Jahr liegt bei 24 und das ist wirklich attraktiv bei den Wachstumsraten. Und man hat eine ganze Reihe neuer Autos, die man auf den Markt bringen will, jetzt in den nächsten Monaten. Also ich glaube, das war es mit der Korrektur und jetzt ist der Weg nach oben frei. Und ich glaube, die 10 Euro, die sehen wir in gar nicht allzu langer Zeit. Wir schauen auf Tesla, da haben wir auch eine Korrektur gesehen. Davon hat sich die Aktie aber noch nicht wieder erholt. Also letzte Woche, Montag war es, glaube ich, haben wir noch das Allzeithoch gesehen. Danach ging es abwärts. Warum sieht es jetzt hier ein bisschen schlechter aus, aktuell zumindest? Ja, jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, dass die Leute Tesla verkaufen und dafür BYD kaufen. Kann natürlich sein, das machen sicherlich deutsche Anleger, aber tatsächlich der Markt für BYD wird in Hongkong gemacht, der ist für Tesla in den USA. Also ich glaube nicht, dass das der Grund ist. Es ist vielmehr so ein bisschen, ja, die Aktie ist ein bisschen in ein Loch gefallen. Tatsächlich ein neues Allzeithoch ganz kurz gemacht, dann gab es einen negativen Analystenkommentar. Und jetzt kam eigentlich nicht mehr viel Neues. Und wenn dann erstmal so ein Verkaufstrend oder so ein Abwärtstrend, ist ja noch kein wirklicher Trend, aber zu einer Abwärtsbewegung sich etabliert, dann werden mehr und mehr Leute veranlasst zu verkaufen. Die Shortseller wird dann wieder Morgenluft. Und dann passiert eben mal so was. Es war jetzt wirklich eine rabenschwarze Woche. Dann hat sie ja auch die Technologieaktien insgesamt gestern ein bisschen böse erwischt an der Wall Street. Also, das ist eine ganz normale Reaktion eigentlich, nichts Besonderes, wo man sich große Gedanken machen müsste. Nach wie vor bin ich der Meinung, die Aktien muss man langfristig haben. Traden würde ich jetzt mit Tesla nicht unbedingt, weil das ist nicht so ganz einfach, aber einfach kaufen und liegen lassen. Und ich glaube, jetzt, man sieht es ja hier, wir sind also unten dran, wenn man so will, an dieser kleinen Unterstützung, ist, glaube ich, gar keine schlechte Gelegenheit, wenn man sich jetzt ein paar Stücke holt, wenn man noch keine hat. Okay. Kommen wir zu einem Thema, das weiterhin in aller Munde ist, der Bitcoin. Und wir schon auf die Bitcoin Group. Wir haben auch gerade im Vorfeld noch geredet. Amazon will zum Beispiel, habe ich gelesen, oder das sind Gerüchte, das hat Amazon nicht gesagt, sondern eben an Mutmaßungen, den Bitcoin als Zahlungsmittel eventuell zulassen. Da ist wirklich viel, da wird viel diskutiert, viel geredet und profitiert Bitcoin Group weiterhin davon? Ja, natürlich. Bitcoin hat ja, die Bitcoin Group hat ja die Bitcoin.de-Handelsplattform, wo man eben seine Bitcoins handeln kann. Und tatsächlich, man profitiert vom steigenden Bitcoin-Kurs, man profitiert von der weiteren Verbreitung. Je mehr da gehandelt wird, desto mehr Geld wird verdient. Ob allerdings jetzt dieses Kursniveau gerechtfertigt ist, eher nicht, denn der Börsenwert liegt jetzt bei 260 Millionen bei einem Halbjahresumsatz von 1,8. Selbst wenn man in diesem Jahr vielleicht auf 5 oder 6 Millionen Umsatz kommt, dann ist das immer noch sehr ambitioniert, auch wenn man sehr profitabel ist. Also ich habe es jetzt schon mal gesagt, so der faire Wert, ich sehe den eher so im Bereich 30 bis 40 Euro vielleicht, nicht bei 54. Aber im Moment ist der Hype halt immer noch da und deswegen ist der Kurs eben noch ein ganzes Stück höher. Ich würde jetzt die Aktie nicht mehr kaufen wollen, das wäre wirklich zu heiß. Traden kann man mit ihr, wenn man dann clever genug ist und die richtigen Einstieg- und Ausstiegspunkte findet. Ich glaube auch nicht, dass der Kurs jetzt massiv einbrechen wird, aber das ist eher so eine Geschichte. Also wer die Aktie hat, kann sie sicherlich halten, aber jetzt einsteigen würde ich nicht. Gut, dann wechseln wir die Branche, schauen auf Jinko Solar. Wir schauen ja auch gleich noch auf Nordex. Da profitiert man ja momentan von der Möglichkeit, dass die Grünen in die Regierung kommen werden. Beflügelt es auch so insgesamt die Solarbranche? Nein, eigentlich nicht, weil der deutsche Solarmarkt mittlerweile überhaupt nicht mehr wichtig ist. Das war mal der größte Solarmarkt der Welt. Mittlerweile ist es ein Minimarkt geworden, muss man sagen, im Vergleich zu China macht der deutsche Markt fast gar nichts mehr aus. Also deswegen, das ist nicht das Thema. Das Thema ist eher ein etwas Unangenehmes. Die USA, das ist immer noch einer der größten Solarmärkte der Welt. Ich glaube, im Moment der zweitgrößte nach China. Denn da gibt es jetzt eine Entscheidung der Handelskommission, dass man wahrscheinlich Strafzölle einführen wird auf chinesische Solarprodukte vor allem, weil man jetzt erwiesen hat, dass die Chinesen mit ihren Billigmodulen die amerikanische Solarwirtschaft kaputt gemacht haben. Es ist noch nicht durch, aber es gibt zumindest jetzt diesen Vorschlag, dass diese Zölle kommen soll. Das wird in den nächsten Wochen dann nochmal entschieden, wie hoch die ausfallen. Und das hat auf die Branche gedrückt, auch auf Jinko Solar. Aber
Ich finde das ein bisschen überzogen, denn Jinko Solar verkauft tatsächlich im Moment nur noch 10% seiner Module in die USA. Man hat ein Werk in Malaysia, mit dem man diese Zölle auch umgehen kann. Also das wird ein bisschen zu hoch gekocht. Darum glaube ich, dass auch dieser Kursrückschlag vielleicht ein bisschen zu stark ausgefallen ist. Ich glaube, das wird sich in den nächsten Wochen wieder normalisieren, wenn man eben zu der Erkenntnis kommt, dass Jinko Solar davon gar nicht so stark betroffen ist. Und noch gibt es ja gar keine Zölle. Das kann auch sein, dass sie nicht kommen. Das ist noch alles offen. Also könnte das ein gutes Einstiegsniveau sein? Ja, durchaus. Finde ich sehr interessant im Moment. Man sieht es ja auch hier, da unten sind wir jetzt fast wieder dran. Also das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte im Moment. Wir schauen auf eine weniger schöne Geschichte, auf SolarWorld. Man scheint es ja, das hast du letzte Woche war es, glaube ich, schon erklärt, bei der GmbH so langsam wieder alles in den Griff zu bekommen. Aber hier bei der AG, die Aktie ist zwar angestiegen, aber es hat ja keinen Wert für die Anleger. Ja, absolut. Wir waren sogar kurzzeitig mal im Tageslauf über 2 Euro. Das war schon tatsächlich ja, wahnsinnig. Heute schon wieder ein kräftiges Plus. Das wiederum liegt daran, dass jetzt auch die amerikanische Tochter von SolarWorld gesagt hat, wir fahren unsere Produktion hoch wegen dieser Zollgeschichte, weil dann die amerikanischen Produzenten auch wieder Module verkaufen können, wenn die Zölle kommen für die Chinesen. Aber das hilft tatsächlich der AG extrem wenig, denn selbst die amerikanische Tochter ist nicht mehr wert als die Schuldenlast, die auf SolarWorld liegt. Und tatsächlich, das deutsche Geschäft ist schon längst draußen. Dem US-Geschäft droht noch die Hemlock-Klage. Also tatsächlich, der Wert dieser Aktie ist einfach null. Das muss man einfach so sagen. Und alles, was jetzt hier passiert mit dem Kurs, das sind Spekulationen. Die gibt es bei insolventen Firmen gerne mal. Aber wer sich hier Hoffnung macht, dass das nachhaltig ist, den muss ich enttäuschen. Wir schauen auch gleich noch auf die nächste insolvente Firma. Vorher aber auf was vielleicht Positiveres. Zumindest wird was Positiveres erwartet von eben den Grünen. Ich habe es gerade erwähnt, dass die in die Regierung kommen könnten, Jamaika-Koalition. Zumindest hat das jetzt am gestrigen Tag ordentlich beflügelt. Aber es ist ja noch in sehr weiter Ferne, die ganze Geschichte. Ja, zum einen das. Und das Zweite ist, dass auch hier der deutsche Markt für die Windanlagenbauer, auch für Nordex, nicht der wichtigste ist. Klar, der deutsche Markt ist wichtig. Aber die große Frage ist natürlich auch, was wird sich denn ändern, wenn die Grünen in der Regierung sind? Im Moment haben wir das Problem, dass die Margen geschrumpft sind wegen des Auktionsverfahrens. Und ich glaube, daran wird sich relativ wenig ändern. Nordex hat ja kein Problem mit dem Umsatz, sondern eher mit der Marge, mit der Profitabilität. Und da ist, glaube ich, wenig Besserung in Sicht. Darum glaube ich, dass dieser Anstieg über 10 Euro nicht so lange Bestand haben wird. Das ist eher so ein bisschen ein Strohfeuer gewesen. Klar, man in der Euphorie, wenn man dann grün gewählt hat oder wenn man dann Windenergie mag, dann hat man vielleicht gesagt, jetzt muss ich irgendwas machen. Jetzt kaufe ich einfach mal Nordex, weil das bietet sich ja auch an. Ist ja auch erstmal logisch und erstmal richtig, aber wenn man genauer hinschaut, dann sieht man, dass da die Hilfe für Nordex nicht so groß ist, denn die Probleme bei Nordex sind hausgemacht. Anderen Firmen wie zum Beispiel Vestas, dem Marktführer, dem geht es richtig gut. Und bei Nordex hat man tatsächlich Probleme mit den Kosten, mit den Margen. Und daran wird sich so schnell nichts ändern. Also ist die Gefahr dann, dass das schnell auch wieder unter die 10-Euro-Marke geht. Ja, sieht so aus wahrscheinlich. Wir schauen, wie angekündigt, auf den nächsten insolventen Wert. Wir schauen auf Air Berlin. Und da sehen wir jetzt auch, dass die Aktie jetzt deutlicher noch gefallen ist. Die Auslandsflüge werden, die Langstreckenflüge werden eingestellt. Es gibt wenig Positives, oder, zu vermelden? Ja, bei Air Berlin ist das gleiche Szenario wie bei SolarWorld mittlerweile. Oder es ist jetzt ja klar, dass die werthaltigen Teile von Lufthansa und von EasyJet übernommen werden. Wie man sich das aufteilt, ist noch nicht so ganz raus. Und dann bleibt bei Air Berlin eben auch nichts mehr, außer der rund 1 Milliarde Euro Schulden. Und für 1 Milliarde Euro Schulden sind auch 30 Cent pro Aktie zu viel. Also auch hier gab es mal wieder zwischendrin so eine Aufwärtsbewegung, die ganz ordentlich war. Das gibt es immer bei diesen Insolvenzaktien, weil da doch irgendjemand drauf spekuliert. Aber am Ende wird es sich der Nulllinie annähern. Das ist ausgemachte Sache und das wird auch bei Air Berlin so sein. Und wahrscheinlich geht es hier sogar noch etwas schneller, weil ich glaube, hier die Spekulation jetzt langsam wirklich am Ende ist, weil tatsächlich das ist ein leerer Mantel mit Schulden behaftet und sonst nichts weiter. Schlussworte von Alfred Meiner und für die heutige Sendung. Genau. Keine guten, aber so ist es halt einfach. Das ist die Realität. Ende kann doch bitter sein. Dankeschön, Alfred. Danke auch Ihnen, dass Sie dabei waren bei Meiner und Meinung. Bis zum nächsten Mal, wenn Sie mögen. Machen Sie es gut.